dadurch, dass Kevin Wolze sein Amt abgeben wollte und wir eine neue Wahl hatten und das vom Trainer dann auch so abgesegnet wurde, ist es mir zuteil gekommen, dass ich das Kapitänsamt ab sofort bekleiden darf. Ich freue mich natürlich auf die Aufgabe. Es ist jetzt ein neues Kapitel, was vielleicht irgendwo losgeht, aber ich glaube, wir müssen alle Verantwortung übernehmen und da gehört auch mit Sicherheit Kevin dazu. Ich freue mich auf die Aufgabe, wir müssen als Team jetzt unser Ziel erreichen und dafür werden wir alles geben. Ich nehme mir größten Respekt ab, weil ich eben glaube, dass es so eine Entscheidung zu treffen, das ist keine einfache Entscheidung, aber ich glaube, das, was er dann auch mitgeteilt hat, John, dass er, und das ist mir halt auch wichtig, dass er da sich nicht aus der Verantwortung nimmt, sondern das Hauptargument war eben, dass er sich auf die sportliche Leistung konzentrieren möchte. Und ich glaube, dass es auch hilfreich ist, wenn man da ein bisschen Zeit vergeht, dann weiß man eben halt auch, dass so, wenn man diesen Ballast spürt und fühlt, dass der auch mal befreien werden kann. Und das ist alles entscheidend, dass der Kevin wieder das zeigt, was er auch schon in dieser Saison gezeigt hat, aber was wir ihm halt auch kennen von ihm in den letzten Jahren. Und er ist ein tragender Spieler hier in dieser Truppe und für den Club ist ein Gesicht des Clubs. Und eine Entscheidung so zu machen, ist nötigt Respekt ab und ist eben was, wo man nur den Hut davor ziehen kann. Das andere ist, dass wir trotzdem wissen, okay, wir brauchen ihn als Spieler mit seiner vollen Leistungsstärke und das ist mir immer am wichtigsten und deswegen Hut ab davor. Ja, letztendlich war es so, dass mit der Wahl des Mannschaftsrates, das ist ein Prinzip von mir, dass die Mannschaft eben den Mannschaftsrat wählt, da wird so ein Prinzip von mir, dass eben der Mannschaftsrat durch die Mannschaft gewählt wird und nicht bestimmt wird. War es eben so, dass ich gemerkt habe, dass die Vielzahl an Stimmen für Gerrit eben halt auch eine logische Konsequenz hat, ihn als Kapitän dann erstmal zu überlegen. Dann kam in mir eben die Reife auf, dass er dieses Amt schon in sich hatte beim Sportfreunde Lotte und er eben hier auch als reflektierter Typ auch innerhalb der Mannschaft total akzeptiert ist und ich glaube, dass er die logische Konsequenz dessen ist eben, dass er sehr viele Stimmen bekommen hat zur Wahl des Mannschaftsrates, ähnlich wie Stanner, der dann als Vizekapitän dann auftritt. Und ich eben halt auch die Überzeugung habe, dass er dieses Amt in dieser Situation eben halt auch gut begleiten wird. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man weiß, okay, man hat jetzt eine Situation, eine besondere Situation. Und in dieser besonderen Situation ist, glaube ich, noch wichtiger, dass man eben als Mannschaft zusammensteht, er nicht allein ist und er trotzdem eben halt auch in der Lage ist, die Dinge als Sprachrohr der Mannschaft zu bewältigen. Haben jetzt in den Tagen intensiv daran gearbeitet, dass wir uns taktisch auf das System, was wir spielen, gut einstellen. Wir arbeiten uns Automatismen mit und gegen den Ball und umso besser die klappen, umso besser werden, glaube ich, auch unsere Spiele und da wollen wir ansetzen. Ich bin auch damals relativ früh in die Rolle gekommen mit Anfang 20, hatte dadurch dann auch, habe dadurch jetzt auch einiges an Erfahrung, bin aber auch schon vorher ein Typ gewesen, der sich nicht von Verantwortung drückt. Natürlich ist es jetzt eine ungewohnte Situation, jetzt hier in dem Verein das Amt zu übernehmen, aber ich freue mich drauf und wie schon gesagt, in Zusammenarbeit mit der Mannschaft und mit auch den Führungsspielern aus der Mannschaft wollen wir unser Ziel erreichen.